geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen auf InScope Gaming. Ihr kennt es, meine legendären Gameplays hier in der Zone. Heute allerdings nicht von mir erspielt, sondern von einem der besten Spieler, die ich bis dato in Warzone treffen durfte. Es ist Ron Bilecki, der hier gerade auf 14 Bier nun das Gameplay für Dave raushasseln wird. Meine Damen und Herren, ich bin unglaublich gespannt, Ron, wie du dich anstellen wirst. Ab in die Zone mit dir. Also, ich war noch nie in der Zone mit Maus und Tastatur, aber ich werde sehen. Weißt du, wo die Tasten sind, die du bedienen musst? Aber klar doch. Mit Leertaste springst du ab, ja? Ja. Wo landest du immer? Favorite Landing Spot? Ich lande immer Farmland. Leertaste, Leertaste, Leertaste. Wie taket man? E. Nee, F, 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 F. Hau dir eine Platte rein mit 4. 4. 4. 4. 4. Wo ist 4? Nimm mal die Secondary, drück mal E. Genau, ne, E, 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 E und jetzt F. Ah, und wir spielen hier Singleplayer, wa? Ja, genau, Singleplayer. Machen wir kurz die Map auf, M. Oh, du musst fahren, du musst in die Zone fahren. Sehr, sehr interessant gerade, wirklich. Das ist außerordentlich interessant. Maus-Tastaturen-Combination ist wirklich Drift. Sehr gut, Ron. Wie steigt man nochmal aus? Mit F. Mit F. So, und jetzt brauche ich einen Safety Place. Und den habe ich gefunden. So, ich höre auch Kisten, das heißt, hier war noch keiner. Also, Herzschlagsensor. Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass du tatsächlich noch lebst. Echt, ja? Ja. Ja, die als Primär. Gefällt mir. Die brauchst du als Primär. Nimm die Grozer. Hier? Nee, die andere. Ja, es leben noch 72 und du bist immer noch am Leben. Das ist krass. Oh, gönn. Ja, ja, gönn natürlich nicht. Spielt besser wie Lazzo. Ey, was laberst du? Ja, du musst halt gleich mal abwarten, wenn die ersten Gegner kommen. In diesen Spot hier. Mit dem sympathisiere ich gar nicht. Ich wäre aber auch langsam bereit, dem einen oder anderen Gegner zu zeigen, was ich drauf habe. Ja, das machst du sehr, sehr gut, Ron. Ich bin wirklich begeistert von deinem Playstyle. Okay. Dein Movement ist so smart, Mann. Da kommt ein Loadout. Loadout, aber weit weg, oder? Ich würde mal ganz dekadent zum Loadout jetzt hinpushen. Und du hast genug für einen eigenen Loadout. Da würde ich jetzt allerdings selbst Wiederbelebung holen und eine UAV, weil du Loadout da drüben hast. UAV. Und direkt mit 3. Oh, der ist close beim Loadout. Nee, der landet beim Loadout. Nimm die andere Waffe. Damit kannst du ihn besser lasern. Lauf mal zum Loadout hin. UAV ist Bingo Fuel. RTB for resupply. Wo ist denn der? Oh, der ist der am Berg. Ja, er ist gelandet. Anvisieren. Der ist vorne in einem Haus, muss er sein. Ja. Ja! Oh mein Gott, du hast ihn gelasert, Bruder. Du hast ihm die Ehre entwendet, Pochuiblad. Zünd dir die Platten rein, Alter. Boom! Alter, der hat ihn aus dem Leben gelasert, Junge. Und jetzt zieht er einen Loadout. Deinen wohlverdienten Loadout. Ja. Muss ins Haus rein. Kannst du snipen? Ja, geht so. Dann nimm nicht die Sniper. Eins runter? Ja, die. Also, Sniper ohne Sniper, ja. Da ist jemand bei dir. Secondary? Warte. Ziel. Der kommt. Der ist Bedrohung 3. GC? Der ist unter dir. Hörst du ihn? Ja, ich hab ihn gerade gehört. Oh nein, der ist hinter dir. Raus. Ich hol ihn mir. Oh mein Gott, oh! Mann, er ist so schlecht. Er hat dich nicht geholt, was? Hä? Was war mit dem denn los? So, was hat der hier Schönes? Ein Herzschlagsensor. Super. Ah, den habe ich jetzt auch. Wie zünd ich den? Mit so, Q. Ne? Q. Ja. Digga, was war denn so, bei dem was los, war Alter? Bei dem los? Nimm die andere Waffe, wenn du auf Long kämpfen musst. Die ist ein richtiger Laser, die Waffe. Die geht ganz anders ab. Die hat fast keinen Rückstoß. Die schiebt er weg. Oh. Die geht auch von da. Arsch. Oh, Platten. 4-4. Bleib Deckung. Leg dich hin. 4 Platten. Drück. Mehrere Male. Mehrere Male. Nein. F. Der hat irgendwie so eine ganz krasse Longkämpferwaffe. Genau, geh mal ins Rote Haus. Nimm die andere Waffe. Wir müssen ins Haus, wir müssen aufs Dach, dann können wir den holen. So, jetzt wieder die andere Waffe. Und er muss irgendwo der links war, sein. Ja, da war er irgendwo. Ja. Ganz ruhig. Dann mal kurz Heartbeat checken in die Richtung. Ups. Okay. Jetzt kannst du mal ein bisschen vor. Der ist wahrscheinlich Geist, oder? Es kann sein, muss aber nicht sein. Jetzt können wir noch mal ein bisschen. Ja, der kommt auch schon in die Zone. Du kannst mal da jetzt vorsichtig runter gucken. Komisch, dass er dich nicht gepusht hat. Das muss eine absolute Bot-Lobby sein. Ich verstehe auch nicht, wo der hin ist. Nicht, dass er jetzt hier hochkommt. Gas is inbound. Marking new safe zone. Das ist ein ganz komischer Code. Ich würde hier mal ein Banny-Target annehmen. Ich würde hier ein Banny annehmen. Die andere Waffe im Haus, immer die andere Waffe. Genau. Da ist das Banny. Banny ist wahrscheinlich, glaube ich, unten. Ja, genau. Hier ist jetzt ein Banny. Ja, Banny. Und da siehst du jetzt, das müsste der sein. Ich würde einfach mal. Die Zone noch nicht, wa? Noch nicht, ne? Oh, der snipt schon auf dich. Von rechts. Du hörst von wo. Du musst jetzt move'n. Nicht da lang, da kommt die Zone.
Oh, Sniper, war? Wo? Da, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, nee, oder war es eine Flagge? Da ist ein bisschen, ich kann es nicht einordnen. Ich konnte es gerade auch nicht einordnen. Ich würde jetzt einfach, ja genau, durchs Gebäude mal move, Heartbeat. Ah, nee, beziehungsweise, ja, hier war, glaube ich, vorhin niemand. Scheiß auf die Kiste, die Zone kommt. Okay, hast du recht. Du musst jetzt gut reinmoven. Da würde ich jetzt die UAV nochmal raushauen. Ja. Request Recon Flyover. Okay, einfach nur einer drauf. Den oh, da muss weg! Rein! Ja, oh mein Gott, 4! Ganz oft drücken! Die 4! Wir wollen die 4! So, warte! Der hat auf jeden Fall Geist. Der kleine Wakeser. Der snipe von rechts. Von da? Ja, aber da würde ich jetzt, ich würde da jetzt nicht so frech. Da snipe, da hast du ihn gesehen, Weg da! Ans andere Fenster und jetzt clean Shots! Ja, da ist er! Genau, ja, weiter! Pass auf, der kann nicht snipen! Weg da! Du musst weg, der snipe dich. F drücken. Ich war schon auf seinem Kopf, weißt du? Das war das Problem. Weg down. Du hast nur noch eine Platte, das ist ein bisschen problematisch jetzt. Der kommt, der pusht. Aim einfach ab, aim ab. Mit dieser Waffe? Ja, Anvision. Ja, der ist da noch. Genau, der ist da rein. Links. Nein, hinter dir. Nein! Oh, der hat mich extrem verwirrt gerade. Ey, du hättest ihn fast gehabt, ne? Ja, es war sehr knapp, aber wir haben ja noch den Gulag. Wir haben noch den Gusch. Trotzdem besser als Lazo, dankeschön, Erik. Erik ist ein Keck. Aber weißt du was? Gulag ist mein Spezialgebiet. Okay. Spezial. Also, du bist fast in den Top 10, das ist schon respektabel, muss man sagen. Ich komme gleich in die Top 10. Aber ist auch mal ganz nett so alleine. Machst du halt immer so alleine den Cowboy? Nee, nicht immer, aber ich spiele schon sehr gern solo. Weißt du warum? Weil ich snipe gerne. Und wenn ich dann, wenn ich einen Headshot gebe und er hat keinen Self, dann ist er einfach direkt raus, so, weißt du, ich meine? So, spring mal ab, komm, das entscheidest du. Geh mal rechtsklick, ja, so, und dann zoomen wir mal rein. Wollen wir mal hier landen? Ja, komm, müssen wir. Groß auf dem Dach einfach direkt. Ja. Kann aber sein, dass da jemand ist. Ist keiner. Da liegen Waffen, das ist wichtig. Loadout sogar. Ich muss dir kurz einen fahren lassen, tut mir leid. Ich dachte, eine Tür ist aufgegangen. Okay, du bist in den Top 10. Ja, genau, in ungefähr in dem Gebäude. Warte, guck erst ohne Sniper, bis du ihn siehst. Beweg dich, ja, da ist er. Nimm die andere Waffe. Also es gibt eigentlich nur zwei Szenarien. Entweder er ist abgefatzt oder er hat der Silence getroffen. Aber ich denke nicht, dass er ist wahrscheinlich abgefatzt. Er wartet wahrscheinlich links unten auf dich. Hol mal kurz die Sniper raus, beziehungsweise guck vielleicht auch, ja genau. Und jetzt guck mal, rechts. Genau, aber auf dem Hill, oben auf dem Hill. Ja. Da war er. Ja, ich glaube, das war ein anderer. Oh, okay. Das war gefundenes Fressen für den. Trotzdem eine unglaubliche Runde hier von Ron. Platz Nummer 9. Wirklich, Ron, ich bin begeistert von deinen Leistungen hier in der Zone. Es ist unfassbar. Dir. Wirklich, Ron, einer der krassesten Spieler, die ich hier mit der Zweierbombe, ja, mit der Zweierbombe, die er hier rausgezündet hat. Es ist unfassbar. Und damit, liebe Leute, bin ich raus hier auf InScope Gaming. Lasst auf keinen Fall einen Daumen nach oben da. Guckt auf keinen Fall bei Ron vorbei. Es war mal wieder eine Katastrophe. Nein. Weißt du, wie es war? Was? Entspannend.